Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfen. Und wir haben das hier noch nicht angeklickt. Das ist die Folter, alles klar. Wollte ich nur mal probiert haben. Das gibt es noch nicht. Hier haben wir die Einstellungen. Aber das läuft alles. Wir sind der Gladiator-Magier. Also eigentlich sind wir nur Magier, aber wir sehen aus wie ein Gladiator-Magier. Und wir stehen jetzt hier vor der Spinnenhöhle. Vielleicht treffen wir ja Queen Aranea hier. Das ist sehr irritierend, dass man hier auf den Spinnennetzen geht. Ich frage mich ja, ob der Weg dann verbrannt ist. Wenn man sein Feuer hier. Oh, zwei Feuerbälle. Nice. Sehr schön. Das ist ja super. Frostlanze. So. Das ist gut. Bücher, die wir so viel kriegen, dass wir die für Wissen eintauschen können. Das Feuerbrunstbuch, ey, nice. Ist ein bisschen heiß hier, ne? Die kommen so süß, aber auch angekrabbelt hier. Das muss man denen jetzt mal lassen. Der Vorreiter, Der reitet mich zuerst, bevor andere es tun. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Das sieht so cool alles hier aus. So. Okay, Moment. Wow! Digga, jetzt renn dich weg, ey. Das ist nicht ihr Ernst. Kackspinne. So. Das hier noch mit? Irgendwas hat gerade richtig Schaden gemacht. Diese Kugel hier sieht aber auch geil aus, ne? Haben wir hier irgendwas Brauchbares? Ne, wir haben ja einen Weg, okay. So. Man muss sich hier echt ein bisschen orientieren lernen. Okay, wir warten mal einen Moment. Okay, Feuerbrunst. Die kennen wir bereits. Okay, alles klar. Silbernes Breitschwert. Sieht auch nicht schlecht aus. Fluchfiole. Verursacht einen Fluchstapel. Okay. Goldsteinamulett. Ach, wir haben halt schönere Sachen. So, dann schwing dich mal vorwärts, meine Liebe. Mal ein bisschen rauszoomen hier. Oh, die hat aber gelitten hier. Armbinde. Oh, nice. Die gucken wir uns jetzt mal an. Cool. Die ist scheiße. Klasse. Aber sie ist gelb, deshalb möchte ich sie jetzt einfach ausrüsten. Es geht nicht anders. Da ist ein Boss, da muss ich hin. Okay. Dann halt nicht. Schade, schade. Der hätte bestimmt guten Loot gegeben. Aber nein. Sieht so aus, als ob hier so ein Ding eingebrochen ist. Wie in Akt 1 in Diablo. Wo dieser fette Meteor von Tyrael oder was das da war, irgendwo eingeschlagen ist. Ja, ich muss in jede Sackgasse laufen, um zu gucken, ob da was ist. Die kommt mir echt schön hinterher, ne? Das muss man ihr lassen. Digga, renn doch nicht weg. Wir sind mitten im Kampf, Alte. So, geht doch.
So, den Pfeilhagel kennen wir ja auch schon. Aber ich finde gut, dass man die Fähigkeiten auch von den Viechern kriegt. Oh, wir werden der Feuermeteormagier. Ich sehe das schon. Ich sehe uns da voll drinnen. Nicht genug Ausdauer. Okay. Das sieht aus, als ob wir hier ins Nest kommen und hier die Megamutter ist. Ist aber schön geflogen. Und wir haben ein Level up. So, ich muss leider erstmal den ganzen Loot einsammeln. Der haut ja rein, ey. Ich glaube, gleich kriegen wir den ersten Tod. Jetzt rennt er wieder weg, Alter. Muss nicht sterben, ey. Nein! Nein, der sind nur noch so ein bisschen. Oh, nein. Unser erster Tod. Nein! Ich wollte gerade noch W drücken, ey, für den Trag. Nein. Deine Wunden wurden geheilt. Ja, ist okay. Also wir verkaufen jetzt mal alles, was nicht Buch ist. Ach halt, wir müssen gucken, was wir noch lernen können. Kennen wir bereits, den kennen wir bereits, aber die Klingenschleuder noch nicht. Was erhöhen wir denn am besten mal? Vielleicht das Ding. Das sieht gut aus. Frostnova. Ja, Mann. Können wir den Wirbelwind ja vielleicht noch mal um einen verbessern? Was benutzen wir denn noch viel? Ja, eigentlich nichts mehr davon, ne? Ich weiß. So. Dann Armbrust. Nee. Ich wollte mal gucken, weil so eine Hose wäre ja auch nicht verkehrt. Wir hatten doch hier irgendwo so einen Mega-Templer-Verkäufer. Da Nilus war das, glaube ich, oder? Ja. Bogen der Templer. Da Rüstung. Ich hätte gern die Hose des Templers. Wir können uns nur eins kaufen. Oder hier zwei. Den Umhang der. Oh, das können wir gar nicht anlegen. Aber den Bund des Templers. Das könnten wir uns anlegen. Bringt aber auch nicht viel. Der Rest ist alles Level 20, so wie ich das sehe. Schade, schade. Okay, dann nicht, dann nicht. So, wir haben ja noch andere Händler hier. Der verkauft Juwelen. Ja gut, so viel dazu. Dann. Gehen wir nochmal ein bisschen auf Willenskraft hier, nachdem man wie die Wildheit wieder hochgegangen ist.
Verbrennungs- und Schockeffekte. Kritischen Schaden, warum nicht? Was können wir hier Geiles machen? Crit Chance, Crit. Oh geil. Assassine. Leute, wir sind ein Assassinenmagier jetzt. Ja, Mann. Das finde ich gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, den Gegner, den finden wir jetzt so schnell nicht wieder. Aber wir können hier mal zur Quest gehen und die machen. Oh. Schluck auf, ey. So. Ach halt. Hurra, du hast das Herz gefunden. Hoffentlich war der Grabräuber nicht zu schwer zu töten. Die können ziemlich sauer werden, wenn man sie stört. Ihr wisst schon, tot sein und so. Da bleibt wohl nichts aus, dass man echt miese Laune bekommt. Okay. Dann leuchtet jetzt wenigstens das Questding nicht mehr. Hier kommen wir runter. Ja. Drehen wir doch mal ein bisschen die Karte und latschen mal hier lang. Munter auf die Zombies zu, die man hier so leicht töten kann. Immerhin hat er 7 Gold gegeben. Ja. Yeah. Nicht genug Ausdauer. Was soll's. Rüstung der Soldaten. Die nehmen wir auch mal mit. Wir können schon die ganze Wacht versorgen. Die ganze Basis. Ach, hier geht's rein. Das ist schön. Egal. Ey, das ist sogar die Höhle, oder? Nice. Zufällig die Höhle wiedergefunden. Diesmal sind wir etwas vorsichtiger, aber vielleicht erreichen wir ja auch Level 10. Dass wir bei dem Heini sind. So, jetzt gehen wir erstmal links lang. Ich finde echt cool, dass man seine Fähigkeiten so. Ist klar. Voll geiler Gegner und so. Dass man seine Fähigkeiten hier aufleveln kann. Ist cool gemacht. Man die Bücher, die man findet, dann weise verwenden kann. Weil wieder ein bisschen farmen muss, ist ja auch nicht verkehrt. Vorreiter, ja. Ach, hier sind noch Viecher. So, wir nehmen mal alles mit, was wir finden. Mehr als sterben und es ist eh nichts Schlimmes passiert, außer dass wir in der Stadt zurückspawnen und trotzdem noch unser ganzes Loot bei uns haben, passiert auch nicht. So, hier haben wir noch so einen Hammer. Den nehmen wir natürlich auch mit. So, diesmal machen wir erst alles um den Typen herum platt, warten bis unser Mana und so wieder da ist. Nicht genug Wut, das ist kein Problem. Wir haben noch ein bisschen Geld, das musste ich gerade noch mal einsammeln. Hallo. Kommen jetzt hier noch irgendwelche Viecher an? Ja, von da oben.
Wusste ich's doch. Jetzt ist er plötzlich Level 10. Ja, schon sind wir ein bisschen stärker unterwegs, ne? Warum geht der denn jetzt zurück, der Sack? Treffen wir den von hier, aber von hier, oder? Nein, 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 nein. Ha! Ist das euer Ernst? Jetzt hat er kein Loot gegeben, der Penner. Alter. Und deswegen bin ich zurückgekommen. Ich dachte, der lässt jetzt mal einen Legi fallen oder so, aber nein. Einmal mit Profis, ey. Wenigstens ist hier eine Truhe. Okay, hier geht's weiter. Sonst noch eine Truhe? Sieht nicht so aus. So. Wenn ich dann wieder Diablo spiele, habe ich das Bedürfnis zu rollen. Ne? Ich sehe das schon kommen. Ja, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Aber dass so eine Rolle mit drin ist und nicht irgendwie als Fähigkeit, zum Beispiel wie als Salto, das finde ich schon sehr praktisch. Lol, hier kommen diese ganzen Viecher an. Aber alles mit, was hier ist. Alles voller Spinnen hier, nee. Ja, das sieht doch nett hier aus, ey. Da möchte man auf jeden Fall lang gehen. Auch ein Bächlein. Wie schön. Mal ein bisschen den Dreck abwaschen. Ja, natürlich. Ich gehe jetzt hier rein und finde natürlich ein unberührtes Pitus-Ei. Wie wär's damit? Okay. Höre hier schon Sachen, die ja. Ist aber auch geil, die schlüpfen und werden sofort aus dem Leben gerissen. Pitus Wächter. Jetzt geht's aber los. Jetzt werden jetzt Skorpionspinnen so langsam. Anstelle der Pitus würde ich ja mal das Seil, das Netz hier wegmachen, damit die nicht mehr lang gehen können. Die mit den Feuerbällen hier um sich schießt. So. Eine Truhe. Wir nehmen gerne alles mit. Wir sind voll. Es gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Dann müssen wir uns wohl zurückporten. Der Händler denkt sich auch, ey, was haben wir hier in die Stadt gelassen? Erschütterung, das kennen wir bereits. Okay, was haben wir hier? Ein Schild. Holzarmbrust. Schärpe des Alchemisten. Lederbeinschienen, ja, sehr schön. Endlich mal was Vernünftiges.
Und ein dekorierter Helm. So eine Axt ist auch nicht verkehrt. Da können wir sogar ein Schild zutragen. Wir nehmen die Axt erstmal. Die sieht nämlich sehr mächtig aus. Oh, ein Goldstein-Amulett. Hat sogar einen Sockel. Okay, den Rest verscherbeln wir jetzt einfach. Was haben wir hier eigentlich? Wuttrank. Ja, irgendwie benutzen wir das gar nicht. So, 14.000 haben wir jetzt. Krass. Ich möchte meinen Feuerball gern verstärken. Und mein Blitzding, aber das geht nicht. Schade. Benutzen wir jetzt auch nicht so häufig, ehrlich gesagt. Aber wir verstärken das jetzt einfach so. Gehen wir nochmal die Fähigkeitenliste hier. Da, Wirbelwind. Trifft Gegner schneller. Wir reduzieren die Wutkosten. Platzwunde, Erschütterung. Feuerball. Donnerkeil. Reduziert die Umbrakost. Das nehmen wir doch mal. Feuerbrunst. Du setzt deine Gegner in Brand, indem du Feuer aus deinen Fingerspitzen verschießt. Ist auch geil. Ist geil. Frostlanze. Erhöht den Schaden. Wir reduzieren einfach mal die Ressourcenkosten. Friert alle Gegner länger ein. Gegner, welche von der Frostnova getroffen werden, sterben schneller durch einen Frost-Overkill. Wir lassen die Gegner mal länger einfrieren. Was denn geiles? Zauberbinder. Gewährt dir einen passiven Umbra-Regenerationsschub. Wenn du die Fähigkeit benutzt hast, verlierst du die Regenerationsbonus und bekommst stattdessen einen kurzen Zauberschadensbonus. Okay. Alles klar. So, Inventar ist leer, ne? Ja. Perfekt. Dann gehen wir doch mal ins Portal zurück. Dankeschön, mein Freund. Ich sterbe aber echt schnell. Level 10 erreicht. Yes. So. Kann man mal machen. Langsam kriege ich Hunger. Könnt ihr mir mal was zu essen machen? Aber zocken. Was? Boah, stirb! Ja, der macht halt echt nicht so Schaden, ne? Aber was soll's. Es verbraucht unsere Wut. Oh, geil. Wurm, mein Gott. Hat leider auch nicht lange überlebt. Aber gut, wir one-shotten gerne alles. Ich glaube, bei den nächsten Items müssen wir mal gucken, dass das mit... weil wir jetzt ja, glaube ich, so ein bisschen auf Willenskraft und so gehen. Kommt da schon was an? Nee, ich glaube nicht, ne? Dann können wir jetzt mal schnell hier gucken. Präsenzlevel. Kritischen Schaden nehmen wir. Aber hier? Entsperrt den Fähigkeitenplatz Killerinstinkt. Okay, ich würde aber erstmal hier weiter gucken. Elementarschaden. Ja, warum nehmen wir das denn nicht? Jetzt haben wir hier 50% des Umbra-Schadens, den du zufügst, wird im Blitz umgewandelt. Geschichte noch nicht vorhanden, alles klar. So,
hier haben wir schon mal weiteres Zeug. Und wir können hier lang gehen, obwohl hier keine Map ist. Aber das nehmen wir dem Spiel natürlich nicht übel. Es ist ja noch in der Alpha. Wir rasieren hier echt gut durch, ne? Es macht schon Spaß. Ja, die fetten Gegner haben langsam auch nicht mehr so die Chance gegen uns. Machen wir den nochmal weg. Ich glaube, auf Entfernung machen wir immer noch ein bisschen mehr Schaden, ne? So, das Gold nehmen wir auch mal mit. Bin mal auf diese Templer-Ausrüstung gespannt. Viel mit unserem Feuer hier, ey. Wir drehen uns einfach um das Ding rum, das hat keine Chance. Ich weiß nicht, wo es angreifen soll. Nein, der dreht sich um mich herum. Oh mein Gott. Wo greife ich an? Rechts, links, rechts, links. Wir gehen hier lang. Da ist nämlich eine dicke Truhe. Das habe ich natürlich schon gesehen. Es sieht schon geil aus, wenn die Truhe geöffnet wird. Das muss man der Truhe lassen. Ja, unser Feuerschaden ist schon geiler, ne? Kleidung der Räuber. Schwarzstahlschutz. Bin mal gespannt, ob man sich dann auch so transmoggen kann. Oder allgemein, was für Items es dann speziell vielleicht für den Magier gibt oder so. Ja, du musstest leider sterben. Es tut mir nicht leid. Hier ist ein Buch, meine Freunde. Ich muss es leider erst einsammeln. Aber diese Würmer sind gut. Die verschwinden im Boden und tauchen in derselben Sekunde dann wieder hier auf. Ich kann das Gold jetzt hier nicht einsammeln. Brauchen erhöhten Goldsammelradius. Das geht so nicht. Nimm das Ei. Ich werde da bestimmt nicht dran gehindert. Ja, wusste ich's doch. Okay, also man kann nicht wie ein Wirbelwind-Barbar da reingehen und alles umklatschen. Das geht schon mal nicht. Und man kann sich einfach wiederbeleben, das ist ja schön. Ich gehe aber nochmal in die Stadt zurück, ne? Sicher ist sicher. Der Part ist nämlich auch vorbei. Und dann werde ich jetzt erstmal eine Essenspause machen und dann später das nochmal probieren mit dem Boss. So. Haben wir denn schönes? Brutaler Angriff kenne ich bereits. Wirbelwind kenne ich bereits. Sperrfeuer kenne ich noch nicht. Pfeilhagel kenne ich bereits. Das kenne ich auch. So. Schaden an Pitusis. Haben wir denn hier Chance auf? Das bringt uns nichts. Erhöhte Lebensregeneration. Lederarmschienen. Ein Stab. Stimmt, wir haben jetzt ja die fette Axt. Ja, die macht aber einfach mehr Schaden. So. Stiefel der Waldläufer. Erhöhte Lebensregeneration.
50% Chance, Wutpunkte pro Tötung zu erhalten. Das ist bei dem anderen ein bisschen besser. Den Rest können wir da mal so verscherbeln. Eine Heugabel, ey, ist geil. Ah, nee, es war ein Streitkorb. Es sah aus wie so eine Heugabel. Okay, nerv, mein Freund. Ey, da gibt uns hier richtig die Punkte, ne? Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Feuer. Mehr geht nicht. Benötigt eine Nahkampfwaffe, deswegen können wir das nicht ein... Hä, wir haben doch eine Nahkampfwaffe. Erzähl mir nicht, dass eine Axt keine Nahkampfwaffe ist. Ja, wir nehmen erstmal die Frostnova. Damit wir nämlich die Gegner auch sehr gekonnt einfrieren können. Ja. Das sieht gut aus. Wenn wir nochmal schnell hier gucken, ob wir schon was Neues auswählen können. Sieht nicht so aus. Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.